Leistenhernien sind Bauchwandbrüche im Bereich der Leistenregion, was hier anatomisch eine Schwachstelle vorliegt, durch die bei wiederholt erhöhtem Druck im Bauchbereich zu Vorwölbungen kommen kann, in die sich Darmanteile oder auch nur Bauchfettanteile vorwölben können. Leistenhernien können zum einen auffallen durch eine Schwellung im Leistenkanalbereich, wo der Patient beim Duschen oder beim Abtrocknen sehen kann, dass da sich was vorwölbt. Das andere Symptom könnte Schmerzen im Bereich der Leiste sein, insbesondere bei längerer Belastung, dass der Patient denkt, was hat er da in der Leiste, wenn er länger läuft oder länger Belastung ausgesetzt wird. In Deutschland werden etwa 250.000 Leistenbrüche pro Jahr operiert. Die Chirurgie würde ich als maßgeschneiderte Chirurgie bezeichnen, weil man sehr genau gucken muss, welchen Patienten man vor sich hat. Jüngerer, älterer, sportlich aktiver Patient, herzkranker Patient, sodass man genau gucken muss, welches Verfahren man anbietet. Bei den jüngeren aktiven Verfahren gibt es eher die endoskopischen oder minimalinvasiven Verfahren. Bei dem älteren Patienten, der herzkrank ist, Lungenschwäche hat, dem würde man so ein offenes Verfahren, gegebenenfalls auch in lokaler Betäubung anbieten können.